herzlich willkommen zu einer kleinen Runde The Binding of Isaac After... Nee, Rebirth. Rebirth. Afterbirth muss ich mich noch kaufen. Wir machen einen neuen Run mit Isaac auf normal... Ja. Joker. Okay. Wir sind hier. Es ist ein Gleiserspiel. Ja, also ich glaube, so ist gut. Sind wir da? Magic Fingers. Pay to play. Okay. Ja, ich weiß nicht, was passiert. Von daher lasse ich es. Ich sollte vielleicht... Das Problem ist, ich glaube, wenn ich mit OBS aufnehme, habe ich keinen Ton. Das mache ich nächsten ran. Sonst habe ich mich ganz gerne immer noch den Platinum-Gott offen, um zu gucken, was die Seiten so was sie so für Bedeutung haben. Aber das mache ich nicht jetzt. Es wird mir eine Hose geben, das sehe ich schon. So, wir versuchen natürlich so tief wie möglich zu kommen. Ich kenne das Spiel so eigentlich ganz gut. Es macht Spaß. Ich habe gestern gespielt, habe heute wieder gespielt. Ich habe insgesamt... Moment. Da, 40 Stunden gespielt und habe ein neues Profilbild. One Punch. One Punch. Oh. Muss ein bisschen aufpassen, weil wir bisher immer noch kein Schadensupgrade bekommen. Sind wir noch in der ersten Ebene. Kein Schaden und noch kein Lebensupgrade bekommen. Das könnte also ein bisschen kritisch werden. Duke of Flies. Okay, es gibt schönere erste Bosse, es gibt auch schlimmere. Vor allem The Pin. Ah! Ja, cool! Das müsste HP ab sein, ne? Ja, Old Bandage. Okay, haben wir 4 Herzen schon mal, das ist schon mal etwas. Hier holen wir uns nichts von, sondern hier ist ein blauer Stein bei. Nein. Ist hier ein blauer Stein bei? Nein. Dann gehen wir jetzt mal hier nach drüben noch hin. Okay, hier ist nur so ein Selbstmordraum. Das machen wir nicht, das wäre schön bekloppt. Also diesen Run werden wir wahrscheinlich ziemlich auf die Münzen angewiesen sein. Von daher werde ich natürlich versuchen, möglichst... Ist hier ein blauer Stein? Nein. Werde ich natürlich versuchen, möglichst viele blaue Steine einzusammeln. Meine Güte, Münzen einzusammeln, so. Einfach damit wir... Ja, dieses Item möglichst oft einsetzen können, ne? Weil es sieht ja nicht schlecht aus. Das heißt, die Gegner kriegen Schaden. Das ist ja doch ziemlich löblich. Hier ein blauer Steinbein. Nö. Ich muss mir die Tage nochmal Afterbirth kaufen. Dann bin ich nämlich auch up to date, was das angeht. Ich habe damals schon den ersten Binding of Isaac Teil gespielt, der schon grandios war. Der war mir fast zu schwer. Also, da bin ich nie so weit gekommen. Feels lucky. Aha. Da bin ich nie so weit gekommen, dass ich die Mom besiegt habe oder so eine Scherze. Das habe ich nie geschafft. Aber hier... Bisher kam... Tommy's Head? Cricket's Head, nicht Tommy. Wie komme ich auf Tommy? Okay, wir machen, glaube ich, schon mal Schaden, ne? Ja. Schon 4 Schaden, cool. Oh, hier sind Gegner. Stirb. Paperclip. Oder Rusted Key. Jetzt muss ich gerade nachgucken. Moment. Moment, Moment. Ich könnte das einfach hier drüber machen. Moment. Wir gehen einfach hier auf Platinum Gott. Platinum Gott. Da ist es. Rusted Key. Da ist es. Gibt's also. Na, da. Eine Chance to find. Okay. Kriegen wir mehr Schlüssel und sowas. Und das andere war. Paperclip. Da. Allows you to unlock golden chests without needing a key. Does not work with unlocked rooms. Ich wäre für den Paperclip. Den nehmen wir jetzt auch mit. Und gehen direkt hier in den Bossraum.
Ist das The Pin? Ja, klar ist das The Pin. Boah, ich hasse diesen Gegner. Das ist der wohl nervigste Gegner, den man kriegen kann. Zum Glück machen wir schon ein bisschen mehr Schaden, von daher ist es nicht ganz so krampfig. Aber sonst, wenn du überhaupt, wenn du minimalen Schaden nur machst oder diese kleinen Pisstränen hast. Nee, ich glaube, du kriegst nochmal Leben mehr. Nee, gar nicht wahr. All Stats up. Oh yeah. Cool. Wir machen die restlichen Räume noch. Und wir haben keine Münzen mehr. Das heißt, wir können das Item nicht mehr einsetzen. Was auf Dauer auch ein bisschen kacke sein kann. Last. Last ist, glaube ich, muss ich überlegen. Poison Touch. Mhm. Last ist, meine ich, eine der sieben Sünden, ne? Last. Ich überlege, was das war. Moment. Das war einmal Gier. Halt, wir gucken das kurz nach. Noch einen neuen Tab auf. Google. Sieben Todsünden. Da sind sie. Zurück im Bild. Hallo. Todsünde. Die sieben Todsünden. Hauptlaster. Ah, da. Superbia, Hochmut, Eitelkeit, Übermut. Avaritia, Geiz. Luxuria, Wohllust. Wen hatten wir denn da eben gerade? Lust, Gluttony. Ich putze die Dinger auf Englisch. Dann weiß ich auch, welche wir hatten. Moment. Gibt's auch noch auf Englisch? Da. Da. Gula. Amata. Ira. Wrath. Sloth. Sloth. Greed. Lust. Da, das ist, yeah. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Uno Momento. Wollust. Wollust. Gier. Okay. Wollust. Ah, das macht Poison Touch. Schön zu wissen. So, wir nehmen das auf. Und gehen noch hier oben mal rein. Sammeln das eine Herz noch auf. Ja. Ich trinke kurz einen Schluck. So. Das Schöne an 2D-Spielen ist, ich muss meine Maus nicht bewegen, um mich überhaupt bewegen zu können. So, wir rennen hier runter. In der Hoffnung, dass hier noch was geht. Ja doch, können wir ja machen. Wir können das ja ohne Schlüssel aufmachen. Ah, haben wir den Schlüssel wieder rausbekommen. Ja, schön. Okay. Was mir daran vor allem ein bisschen Freude sind, die Münzen, die wir abbekommen haben. Was natürlich für uns bedeutet, dass wir wieder mehr Schaden noch immer austeilen können. So. Piggy Bank. Das ist, glaube ich. Da ist es. Piggy Bank. Ja, Storm die Flash Kill spielt das und das. Plus 3 Konter, wenn ihr Take Damage, war natürlich. Das nehmen wir sofort mit. Das könnte uns hier wirklich das Leben retten. Wenn wir jetzt nämlich Schaden bekommen, fällt Geld auf den Boden. Mit diesem Geld können wir uns dann natürlich wieder Schaden erkaufen. Scheißreck. Paralyse. Was ist Paralyse? Buff. Okay. Buff. Counterfy Petty. Penny. Moment, wir gucken zu danach. Counterfy Penny. When picking up a coin, you have the chance to automatically gain one more coin. Okay, das ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Vor allem nicht, wenn wir hier E-Münzen sammeln.
Das wird also reiner. Es wird hier gerade so ein richtiger Gear. So ein richtiger Gear Run.